Und wie immer ein neuer Tag und somit auch ein neuer Shop, den wir uns direkt mal anschauen werden. Wir gehen einmal drauf und er ist auf jeden Fall auch schon da. Da sehen wir auch oben, ja, ehrlich gesagt nicht besondere Sachen. Ich würde sagen, wir gehen alles mal schnell durch. Die Ruby nochmal zurück mit dem Rückenaccessoire und dann gibt es noch die passende Hacke dazu. Und es gibt noch hier diesen Gleiter. Alles hier in diesem roten Look mit diesen zwei Streifen kennt man natürlich schon. Alles nur knapp 2 Monate her, also nichts Besonderes. Dann gibt es hier den Geometrik nochmal zurück aus dem Paket mit dem Rückenaccessoire. Auch nochmal hier mit einer Hacke. Und hier mit der Lackierung. Das Zeug ist auch wieder nur einen Monat her. Darunter das wilde Grenzlande-Paket. Auch das ist nur einen Monat her. Fiedibin mit Rückenaccessoire. Der Cowboy ebenfalls mit Rückenaccessoire. Auch hier gibt es dann nochmal eine erste Hacke und noch eine zweite Hacke. Und ansonsten noch hier diese Lackierung. Okay, auch das Zeug, wie gesagt, nur einen Monat her. Und darunter sehen wir schon Hasenwolf zurück mit dem Lömer-Skin und dann gibt es auch hier nochmal eine Lackierung und ansonsten sehen wir hier noch das Mechanik-Maradeure-Paket mit diesem, ja, ich sage es einfach mal, Renegade-Raider-Skin, so eine kleine Nachmache kann man sagen und auch das ist nochmal zurück nach knapp einem Monat und auch die Sachen davor hier sind nur einen Monat her. Amonus-Herz-Paket immer noch da, ich habe das Gefühl, das will einfach nicht verschwinden. Wieso bleibt das die ganze Zeit hier? Keine Ahnung, wirklich. Und dann sind wir schon bei den täglichen Sachen. Vorne Sturmtrupperin ist knapp einen Monat auch nur her. Die Bucky daneben ebenfalls knapp 1 bis 2 Monate. Und dann gibt es noch die Stoppaxt. Ansonsten noch Zuckerrausch, auch das nur einen Monat her. Die Luftblasenlackierung 2 Monate her. Und am Wasser gebaut auch wieder nur einen Monat her. Und das war es eigentlich auch schon. Also wie man sieht, heute ehrlich nichts Besonderes dabei, die ganzen Sachen sind nur 1 bis 2 Monate her und hier drunter, ja, die Spider-Man Sachen noch, die Fußball Sachen und das war es im Grunde auch schon, also ehrlich gesagt ein langweiliger Shop und dann sehen wir uns beim nächsten.